Sich mit Signalen von Satelliten auseinanderzusetzen, kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, ist manchmal super interessant. Und Sebastian aus Kaiserslautern wird uns jetzt etwas zum Empfang von Bildsignalen, zumindest von Wettersatelliten der National Oceanographic and Atmospheric Administration erzählen. Und ganz besonders freut mich dabei natürlich auch, dass das Radio zum Einsatz kommt. Und einen herzlichen Applaus für Sebastian und viel Spaß. Ja, hallo erstmal. Ich finde ja doch toll, dass ein paar Leute gekommen sind. Also ich habe die Einreichung zu dem Talk geschrieben und danach nochmal gelesen und gedacht, boah, da würdest du ja selber nicht hingehen. Hat euch ja anscheinend nicht abgeschreckt. Ich habe jetzt eine Menge vor und es wird jetzt ziemlich viel in ziemlich kurzer Zeit durchgeleiert. Dementsprechend fangen wir mal direkt an. Jetzt vorneweg nochmal so ein Disclaimer. Dieser Talk enthält funktechnische MacGyverismen. Also ich habe nicht immer alles so gemacht, wie man das eigentlich tun sollte, sondern so, wie es funktioniert hat. Teils aus Unwissen, teils aus, naja, mal gucken, wie weit ich damit komme. Wüstes HF-Gefrickel, selber Grund. Unzulässige Vereinfachungen, weil ich an ein paar Stellen doch ein bisschen Mathe einbauen muss. Und da ja, bringt's halt nichts, wenn ich euch da die ganzen Vereinfachungen runterbete. Von daher habe ich da ein paar Stellen gekonnt abgekürzt und gewisse Sachen einfach mal an den Tisch fallen lassen. Enthält auch viele empirische Ergebnisse. Und er enthält leider auch keine 100% reife Fertiglösung. Also jeder, der damit rumspielen will, muss sich da selber nochmal ein Stück weit reindenken, muss sich da selber nochmal ein paar Sachen bauen. Und ich kann euch ein gutes Stück von der Arbeit abnehmen, aber im Endeffekt muss da jeder selber nochmal frickeln. Also wer jetzt hier Hoffnung hatte auf die Plug-and-Play-Lösung, stecke ich an mein Radio, kommt ein Satellitenbild raus. Ganz so weit habe ich es dann doch nicht geschafft. Wie das alles anfing. Also es gab, vielleicht erinnern sich einige noch, dieses große Datenbaucamp in Mildenberg. Und da hat jeder Besucher so ein Radio gekriegt. Und mein Kenntnisstand damals war zu Funk irgendwas mit 50 Ohm und Antennen sind irgendwas mit Viertel Lambda. Zum Thema SDR hatte ich immerhin schon einen Crashkurs gekriegt. Bei Chaos in KL damals gab es da eine Veranstaltung. Und was digitale Signalverarbeitung angeht, ich hatte da eine Vorlesung zu dem Zeitpunkt, der Prof hat immer irgendwas gesagt, von wegen 1-Bit-Dynamikumfang sind 6 dB. Und es fasst auch so ziemlich zusammen, was ich wusste. Und die Idee war dann, naja, jetzt habe ich dieses Radio, jetzt muss ich irgendwas damit tun, weil ansonsten wäre schade, wenn das hier rumverstaubt. Und ich wollte eigentlich irgendwas mit Space machen, also mit Weltraum und Signalen aus dem Weltraum, weil das ist cool. Und dann kam ich relativ schnell auf Satellitentelemetrie. Und da habe ich mir überlegt, was brauche ich da für einen Satelliten? Ich brauche einen Satelliten, der regelmäßig vorbeikommt, damit ich vernünftig testen kann. Ich brauche irgendwas, wo ich die Antenne bauen kann, also nichts irgendwie jetzt mit 1,5 GHz Patch-Antennen und Gefrickel, das kriegt man halt einfach nicht hin als Anfänger ohne Messgerät. Und ich brauche irgendwas, wo ich das Signal einfach mal nachschlagen kann und gucken kann, was erwarte ich denn überhaupt zu empfangen und was empfange ich und was sind da die Unterschiede. Und die Daten sollten halt irgendwie cool nützlich sein. Also wenn ich jetzt die CPU-Temperatur von irgendeinem Kommunikationssatelliten auslesen kann oder so, das ist halt eher langweilig. Und so bin ich dann auf die NOAA-Satelliten gestoßen. Das sind eigentlich Wettersatelliten mit Kameras, also normales Bild UniR, beides in Schwarz-Weiß. Jeder darf die Bilder empfangen und darf das, was er empfangen hat, dann verbreiten. Das finde ich extrem cool. Zur Abwechslung bastel ich mal an was, was nicht irgendwie illegal ist. Hochgeschossen wurden die im Auftrag von der National Oceanic and Atmospheric Administration oder kurz gesprochen tatsächlich NOAA, so wie der Typ in der Bibel. Und das sind Satelliten, die fliegen in so einem polaren Orbit rum. Was heißt polarer Orbit? Das heißt zum Beispiel im Fall von NOAA 19, das ist einer von denen, das ist ein niedriger Erdorbit, also niedrig in Anführungszeichen. Mit so Perigeum ist der tiefste Punkt, sind 850 Kilometer und Apogeum entsprechend ein bisschen höher. Und was halt wichtig ist, die Inklination, also der Winkel zwischen der Bahn und dem Äquator,
der ist fast 90 Grad. Was halt dazu führt, dass der nicht so auf dem Äquator um die Erde fliegt, wenn ihr euch einen Globus vorstellt, sondern tatsächlich so von oben nach unten, von Pol zu Pol. Und er kommt eigentlich, hat er eine Periode von 100 Minuten, was so klingt, als würde der so alle 2 Stunden mal vorbeikommen. Und das stimmt aber nicht ganz so, weil, wenn man sich das anguckt, und man kann es jetzt natürlich null erkennen, weil die Beamerauflösung so gering ist, man sieht unten über der Arktis sieht man die paar roten Linien. Dadurch, dass die Erde sich dreht und dass der Satellit halt von Pol zu Pol fliegt, sitzt jede Bahn, die er macht, wenn man sie jetzt auf eine Karte einzeichnen würde, so ein kleines Stück schräg versetzt zur vorherigen. Sprich, im Verlauf von, keine Ahnung, wie viel Umkreisungen, hat er halt einmal die komplette Erde abgedeckt. Was für mich bedeutet, weil ich ja unten auf der Erde sitze und mich mitdrehe, der kommt halt nicht irgendwie alle Stunde mal vorbei, sondern 2-mal am Tag. Das Schöne ist, es gibt 3 davon, sprich potenziell hat man 6-mal am Tag die Chance, da was zu machen. Und es war für mich auch erstmal genug. Jetzt habe ich mal so einen Satelliten rausgesucht, also das ist der 19er, so sehen die aus. Man kann jetzt auch erkennen, der 19er hat noch andere Antennen dran, das sind die Dinger, die da aussehen wie, wie so Räder oder Ventilatorblätter. Der macht nämlich auch noch eine andere Übertragung, aber da erzähle ich später noch ein paar Takte dazu. Und wenn man sich das so kurz geschichtlich anguckt, warum das wichtig ist, kommt gleich. Also der erste wurde tatsächlich in den 70ern gestartet und der 19. wurde 2009 gestartet. Und die haben eigentlich immer darauf geachtet, dass sie so 4 bis 5 davon operational haben. Mittlerweile sind sie bei 3, nämlich den 15er, den 18er und den 19er. 16 und 17 sind so 2 Spezialgeschichten. Da haben sich gewisse Leute nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Und das Schöne ist, die sind alle rückwärts kompatibel zu Technik, die man in den 70ern hatte, um die Telemetrie zu empfangen. Das ist für uns halt sehr schön, weil Technik, die damals in den 70ern irgendwie so ein 19-Zoll-Einschub irgendwo war, die kriegen wir heutzutage halt irgendwie mit 2 DSPs emuliert. Sprich, wir haben da eine relativ gute Chance, das zu dekodieren und auch ein Stück weit zu verstehen, was passiert. Das ist jetzt noch ein schönes Foto zum Thema NOAA 19. Der wurde nämlich mal umgeschmissen. Also das ist nicht der Satellit, der fliegt, sondern irgendjemand hat vergessen, den da auf der Plattform festzuschrauben, bevor man das Ding kippt. Fachbegriff dafür ist Severe Lack in Procedural Discipline oder so. Also man hat halt einfach die Checkliste nicht durchgeklickt. Das hat Boeing dann, oder war es Boeing? Ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls der Schaden waren so 123 Millionen US-Dollar. Und der Start hat sich entsprechend verschoben. Jetzt ist die Frage, was kommt von denen runter? Und da haben wir einmal Automatic Picture Transmission. Automatic Picture Transmission passiert bei 137 MHz. Für die Leute, die gerne in Bändern denken, was ich nicht so gern mache, ist das das 2-Meter-Band ein bisschen unten drunter. Da hat man 34 kHz breite Kanäle für die Satelliten und die senden eigentlich frequenzmoduliert. Ich sag jetzt mal eigentlich, und da steht auch ein Plus AM hinten dran, weil die Realität ist da echt ein bisschen komplizierter. Und was auch noch wichtig ist, die senden zirkular polarisiert, das sage ich nachher gleich noch was, wenn wir über Antennen reden. Gleichzeitig machen die auch noch diese High-Resolution Picture Transmission. Die ist tatsächlich voll digital und bei 1,7 GHz auch HF-technisch nicht mehr ganz so freundlich und braucht vor allen Dingen eine Satellitenschüssel, die den Satellit mittrackt die ganze Zeit. Und das wäre zwar schön, da auch mal einen Empfänger für zu bauen, aber das ist halt richtig aufwendig. So, jetzt müssen wir mal kurz darüber reden. Also der Vortrag ist jetzt so gemacht, wir arbeiten uns jetzt von dem Satelliten da oben runter vor über die Antenne, Verstärker, SDRs bis in meinen Laptop und was da an Decoding-Software läuft. Und von da fangen wir jetzt an oben am Satellit. Und da ist APT, das ist ähnlich zu Wetterfax, was es damals schon gab, oder zu Slowscan-Television. Ist jetzt aber auch egal, was die zwei sind, weil was für uns wichtig ist, erstmal, da werden 2 Bildzeilen die Sekunde übertragen mit 2080 Zeilen pro Pixel oder alternativ halt 4160 Pixel die Sekunde. Das klingt jetzt nach nicht allzu viel, wenn man sich so ein HD-Bild vorstellt, was in ungefähr so eine Zeile breit ist. Und wenn man so ein HD-Bild überträgt, damit, dann dauert es halt auch eine Weile, so 10 Minuten grob.
Und eigentlich sind das Helligkeitswerte, die erst AM moduliert werden und dann wieder FM. Da ist jetzt was abgeschnitten. Sehr schön. Das Schöne an der ganzen Geschichte ist eigentlich, dass das Bildsignal an sich recht einfach ist. Also das sieht jetzt sehr kompliziert aus, aber das ist dann schon tatsächlich das, was in den Pixeln drin steckt. Also wenn man jetzt die Zeilen sich anguckt, von oben nach unten werden die so übertragen und dann hat man hier halt noch Datenfelder, die haben alle eine einheitliche Farbe oder eine einheitliche Helligkeit dann. Da stecken tatsächlich noch zusätzliche numerische Daten drin. Hier zwischendrin hat man ein Bild. Hier zwischendrin hat man das zweite Bild. Und zusätzlich gibt es noch diese Sync-Marker, mit denen man dann seine Zeilen synchronisiert kriegt. Da rede ich aber nachher, wenn es ums Dekodieren geht, nochmal richtig ausführlich drüber, was die denn sind. Und diese Telemetriedaten, die habe ich mir ehrlich gesagt nie genau angeguckt, die numerischen, weil die Challenge, allein schon mal ein Bild zu dekodieren, auf dem man halt tatsächlich zum Beispiel Europa erkennen kann, war halt echt ein bisschen größer als gedacht. Um mich dann auch noch da reinzufuchsen, da bin ich bisher noch nicht dazu gekommen. So, das ist jetzt ein Beispiel, was man dann tatsächlich empfangen kann und dekodieren kann, wenn man ordentlich aufgebautes Equipment, sehr viele Versuche und passende Wetterbedingungen hat. Und jetzt die Modulation, hatte ich ja schon gesagt, das ist eine Frequenzmodulation. Und wenn wir jetzt so ein Bild nehmen und das direkt Frequenz modulieren, dann hätten wir quasi eine Grundfrequenz. Und wenn das Bild dunkler wird, dann verschieben wir die, dann senden wir quasi einen Ton, der ein bisschen tiefer ist. Und wenn das Bild heller wird, senden wir einen Ton, der ein bisschen höher ist. Und dabei, das Schöne daran ist, die Amplitude davon ist uns relativ egal. All unsere Information steckt da drin, wie schnell das dieses Signal eigentlich schwingt. Und das macht es halt sehr robust gegen irgendwelche Störungen oder auch gegen Fading, also wenn da plötzlich dann eine Wolke aufzieht oder so und das Signal abdämpft. Solange ich das noch genug empfange, um die Schwingung zu erkennen, kann ich rausrechnen, da kann ich mit einer entsprechenden Hardware, mit einem entsprechenden analogen System halt feststellen, welche Frequenz das ist und kriege da wieder tatsächlich meinen Wert raus, den ich gesendet habe. Jetzt könnten da ein paar Leute kommen, die in Physik aufgepasst haben und könnten sagen, aber, der Satellit bewegt sich, du hast einen Doppler-Effekt. Da reden wir gleich nochmal drüber. Das Problem dabei ist, diese Bilddaten, die wir haben, die sind halt nicht sehr modulationsfreundlich. Oder besser gesagt, sie sind nicht sehr analogfilterfreundlich, weil wir müssen uns jetzt nochmal vergegenwärtigen, 70er Jahre, da war nichts mit, wir packen ein DSP auf den Satelliten. Da war man schon eigentlich froh, wenn man da funktionierende Transistoren hatte da oben. Und da musste halt sehr, sehr viel analog passieren. Und das ist mit so einem Bildsignal echt nicht einfach. Wenn man sich das jetzt anguckt, das ist natürlich unten das Bild auch abgeschnitten, das ist jetzt eine Zeile von so einem Bildsignal über die Zeit betrachtet und man sieht halt, dass das hier so fast rechteckig ist, abschnittsweise. Und das fast rechteckige ist ein Problem für uns. Und zwar, wenn man sich das jetzt anguckt im Frequenzbereich, dann stellt man einmal fest, also da unten würde jetzt stehen Frequenz in Hertz und das wäre eine Skala von 0 bis 4 Kilohertz. Und das hier ist quasi, wie viel Pegel das quasi auf der einen Frequenz da ist. Also wenn ich das Signal jetzt in einzelne Sinustöne zerlegen würde, welche Amplitude hätte der jeweilige Sinuston an der X-Koordinate? Und man sieht halt, wir haben da bei quasi 0 Hertz, also bei Gleichstrom, erstens mal einen riesigen Peak. Das ist relativ schlecht, wer von euch weiß, wie ein Analogfilter aufgebaut ist. Da hat man meistens Kondensatoren im Signalpfad. Wenn man da einen Gleichstrom anlegt, dann ist das dem Kondensator gerade mal egal. Das andere Ding ist, man kriegt hier relativ schnell, fällt es dann hier ab. Und wenn man jetzt zurückrechnet von den 34 kHz Kanalbreite, die ich vorhin hatte, und das Modulationsschema so einmal komplett durchrechnet, dann stellt man fest, dass man damit halt auch die Hälfte von seinem Kanal quasi wegschmeißen würde, weil man die Bandbreite nicht benutzt. Und das ist halt auch noch ein Problem, weil gerade diese Rechteckabschnitte, die erzeugen uns dann da relativ krasse Oberwellen, die noch in unserem nutzbaren Signalbereich drin liegen. Das mit den Oberwellen hat folgende Bewandtnis, wenn man sich vorstellt, oder wenn ich euch jetzt sage, drückt mir ein Rechteck als Summe von einzelnen Sinusschwingungen aus.
dann braucht ihr im Prinzip unendlich viele Sinusschwingungen, damit ihr das Rechteck da 100% korrekt mit abgebildet bekommt. Und das ist halt genau das Problem, wenn ich so ein Rechtecksignal habe und mir das im Frequenzspektrum angucke, das ist halt sehr, sehr breit und hat einen Haufen Obertöne. Und das ist halt sehr schlecht, wenn ich damit irgendwie Funk machen will, weil das macht uns dann Probleme in den Filtern auf dem Weg zum Transmitter hin. Und selbst wenn wir das Ganze dann funken, machen wir am Ende noch Störungen auf Kanälen, die nicht unsere sind. Und von daher wollen wir das irgendwie entschärfen. Und auch wenn wir uns das jetzt aus der Nähe angucken, das ist das, was ich schon gesagt habe, da ist halt meistens das Ganze fast gleichstromendes Signal. Und was können wir da jetzt gegen tun? Ja, der Trick ist ganz einfach. Wir machen da jetzt ein bisschen Amplitudenmodulation drauf, als allerersten Schritt. Sprich, wir nehmen unsere Helligkeit, die ich jetzt mal x von t getauft habe, und multiplizieren da einfach mal so einen Sinus dran. Der Sinus ist dann immer zwischen 0 und 1. Sprich, was passiert ist, wir kriegen dann quasi sowas daraus. So, Punkt 1, das ganze Signal ist jetzt auf einmal symmetrisch zur Nulllinie hier. Wir haben jetzt also nicht mehr den Fall, dass wir irgendwie einen Gleichanteil drin haben, sondern unser Signal pendelt quasi die ganze Zeit zwischen positiver Vollaussteuerung und negativer Vollaussteuerung hin und her. Das ist schon mal sehr gut. Und wenn wir uns das jetzt aus der Nähe ansehen, das ist jetzt der gleiche Abschnitt wie der, den ich vorhin gezeigt habe, dann sieht man, diese Gleichfrequenz, die da war, die ist jetzt komplett weg. Da ist hier jetzt die ganze Zeit Schwingung um die Null rum. Und wenn wir uns jetzt wieder vorstellen, dass wir das Signal an den Kondensator anlegen, das geht natürlich bei passend gewähltem Kondensator, geht es 1:1 durch. Sprich, damit kann ich jetzt auch irgendwie so eine analoge Filterkette füttern. Und im Frequenzbereich sehen wir jetzt auch, dass wir den Peak, den wir vorher hier beim Gleichanteil hatten, den haben wir jetzt auf einmal auf 2,4 Kilohertz. Das ist unsere Trägerfrequenz für die Amplitudenmodulation geschoben. Und wir benutzen jetzt auch unseren theoretischen Kanal, den wir hier haben, in der vollen Bandbreite aus. Sprich, wir verschwenden auch nichts mehr. Und wir sind gleichzeitig die ganzen Obertöne losgeworden. Genau, das ist das Ganze jetzt nochmal als kleine Grafik. Also ich habe hier meine Kamera. Ich habe hier einen Sinus, der 2,4 Kilohertz hat. Ich multipliziere die beiden und gehe dann quasi erst in meinen FM-Modulator rein. Was halt auch noch dazu kommt, damals FM-Modulatoren, die haben dazu geneigt, ein bisschen hin und her zu driften. Und das Problem dabei ist, wenn ich da lange einen einzigen Träger senden will und der fängt an zu driften, dann kriege ich auf meinem Bild quasi so Helligkeitsschwankungen mit rein, weil mein Träger driftet. Dadurch, dass wir den Modulator jetzt regelmäßig hin und her schubsen, eliminiert sich dieser Drifteffekt eine Weile, weil er dann halt nicht die ganze Zeit denselben Ton senden muss. Jetzt ist noch eine kleine Frage, Frequenzmodulation, wie geht denn das jetzt? Und wenn man das jetzt in seinem Nachrichtentechnik-Lehrbuch nachschlägt, dann steht da sowas, wir nehmen uns irgendeine Amplitude, packen da so einen Cosinus dran und haben dann hier irgendwo, müssen wir dann über unser Signal, was wir reinstecken, integrieren. Das ist jetzt aber irgendwie ein bisschen ungemütlich, weil es sind die 70er und wir haben zwar analoge Integrierer, aber wir haben keine analogen Integrierer, mit denen wir das hier einfach abgebildet bekommen. Da gibt es jetzt tatsächlich noch einen schönen Seiteneffekt, weil was passiert, wenn unser x von t ein Sinussignal ist? Und das kann jetzt jeder mal selbst nachrechnen, wenn man das hier einsetzt und entsprechend auflöst. Oder ihr könnt mir jetzt glauben, dass das dabei rauskommt. Und im Prinzip hat man einfach bloß einen Cosinus, bei dem man hier so einen konstanten Frequenzanteil hat und da hinten noch einen Frequenzanteil, der da drauf addiert wird, der quasi von unserem AM-modulierten Bildsignal abhängt. Und das ist natürlich kein Problem, weil einen spannungsabhängigen Oszillator, den konnte man damals auch schon bauen und das war eigentlich eine verstandene Technologie. So, und nachdem wir jetzt wissen, was der Satellit tut, ist die Frage, was machen wir jetzt mit den ganzen Infos? Naja, wir müssen uns jetzt erstmal irgendwie ein Empfängersetup zusammentackern. Und das geht los, dass wir uns irgendwie eine Antenne suchen müssen, die für die Frequenz funktioniert. Eventuell brauchen wir einen Low-Noise-Amplifier, also einen Verstärker, der uns unser Signal ein bisschen verstärkt. Wir brauchen irgendwie ein Software-Defined Radio, was wir an unseren Computer anstöpseln, um das zu empfangen. Wir brauchen Software dazu, die uns das Ganze idealerweise das FM-Dekodieren schon abnimmt und das AM-Signal dann als WAV-File abspeichert, weil es gibt gleich mehrere Softwares, die aus so einem WAV-File mit dem AM-Signal drin dann ein fertiges Bild exportieren.
Das sieht dann, oh, schade, Laptop ist abgeschnitten. Das sieht dann, wenn man es dann tatsächlich macht, so aus. Da hängt eine Antenne, die man fast nicht erkennen kann. Und unten steht mein Laptop mit dem ganzen Kram reingesteckt. Und da läuft irgend so ein GNU-Radio-Programm. Und wie man sieht, sieht man da genau nichts. Das war der Tag, wo der Verstärker nicht funktioniert hat. So, dann Antennen. Das war so das erste Thema, vor dem es mir gegraut hat. Meine Katze gibt mir da auch recht. Ich habe dann gedacht, na gut, dann Antennen, da sagen alle, guck mal im Rothammel nach. Dann habe ich den Rothammel aufgeschlagen und habe festgestellt, okay, der redet da irgendwie eine komplett andere Sprache als ich. Und es muss irgendwie auch einfacher gehen. Und dann habe ich halt beschlossen, naja, machen wir mal eine Internetrecherche. Es gibt ja schon Amateurfunker, die sowas machen und die haben das auch alle dokumentiert. Und das Erste, was ich dann gelernt habe, die Satelliten senden zirkular polarisiert. Und was heißt das? Und dann guckt man auf Wikipedia und dann steht da, der Feldstärkevektor rotiert rechts oder links drehend zur Ausbreitungsrichtung. Was? Feldstärkevektor? Naja, man findet dann auch diese hilfreiche Grafik. Und die war zumindest für mich so die Erleuchtung, weil wenn man sich jetzt vorstellt, aus dem Physikunterricht kennt ihr alle noch die Dipolantenne, vielleicht, hoffentlich, oder auch die Amateurfunker unter euch sollten das ja sowieso wissen. Jetzt stellt euch mal vor, ihr nehmt eine Dipolantenne und dreht die permanent und ihr habt eine stillstehende Antenne, mit der ihr das Ganze wieder empfangen wollt. Ja, in dem Moment, wo die Antennen 90 Grad zueinander stehen, habt ihr halt ein Problem, weil da koppelt quasi nichts mehr ein auf eure Empfangsantenne und ihr empfangt einfach nichts mehr. Und das kann man halt lösen, indem man tatsächlich polarisierte Funkwellen benutzt, weil die sich die ganze Zeit drehen. Wenn man also eine Antenne hat, die so eine Polarisation empfangen kann, dann ist auf einmal egal, wie die Antennen zueinander ausgerichtet sind. Und das ist schon der erste Teil vom Aber-Warum. Die Ausrichtung von den Antennen sind zueinander egal, was wichtig ist, weil der Satellit sich ein bisschen dreht zu Stabilisierungszwecken. Das kann man auch, wenn man mit einer normalen Antenne empfängt, die nicht polarisiert ist, dann kann man auch relativ schnell merken, dass da entsprechend ein Fading drin ist. Also wenn der Satellit sich ein Stück weiter gedreht hat, ist das Signal kurz weg und dann kommt es wieder. Es reduziert auch Störungen durch Wetter. Es reduziert Probleme in der Ionosphäre. Und allgemein sind die Antennen auch gar nicht so kompliziert. Im Prinzip sind das zwei Leiterschleifen, die einmal so um 90 Grad gedreht wurden und dann ineinander gesteckt. Und wichtig ist, die sind gegen den Uhrzeigersinn gedreht. Das habe ich auch schon mal falsch zusammengebaut. Und die haben auch noch eine geringe Richtwirkung. Sprich, die Antenne empfängt halt tatsächlich, wenn der Satellit über den Horizont drüber kommt. Und wenn ich da quasi, sobald ich dann eine Line of Sight habe, empfange ich den mit meiner Antenne, fast unabhängig davon, wie die jetzt genau aufeinander ausgerichtet sind. Und die Größe von den Dingen ist frequenzabhängig. Also die ganzen Abmessungen davon sind frequenzabhängig. Glücklicherweise haben nette Leute im Internet uns dafür einen Rechner geschrieben. Den kann man einfach benutzen. Und die gleichen Leute haben uns auch erklärt, wo wir dann welche Leiterschleife anschließen müssen. Also im Prinzip ist von hier nach da ist eine Leiterschleife und von C nach D ist eine Leiterschleife. Und die beiden Enden hier werden an den Kern von unserem Kabel zum Empfänger angeschlossen und die anderen zwei an den Schirm. Und dann funktioniert das. Und das Erste, was ich gebaut habe, war eine Antenne. Das war jene hier. Die sieht maximal ghetto aus, weil das alles war, was ich noch im Keller rumfliegen hatte. Irgendwie Installationsdraht, ein paar Kohlefaserstäbchen, weil Metall da drin zu verwenden ist halt schlecht. Das soll ja immerhin eine Antenne sein. Und halt ein Stück Schnur dran, damit man es aufhängen kann. Ein bisschen Koaxkabel, was ich noch über hatte. Und ganz, ganz viel Heißkleber. Und ja, ich habe das Ganze dann an mein Radio gehängt und habe das bei mir aus dem Fenster gehalten und habe vorher nachgeguckt, ob ein Satelliten vorbeikommt. Da gibt es Tools wie zum Beispiel G-Predict oder auch diverse Webseiten, die einem sowas sagen. Da gibt man seinen Standort ein und dann sagen die, naja, zu dem Zeitpunkt ist er dann so direkt über dir und siehe da, da war irgendwas. Also irgendwo da in dem Sumpf drin, da zuckt was. Aber das ist halt viel zu schwach, als dass man irgendwas damit tun könnte. Am nächsten Tag habe ich in meiner Verzweiflung einfach mal alle Verstärkerknöpfe, die ich gefunden habe, auf Anschlag gedreht. Das hat die Sache nicht besser gemacht, aber man konnte immerhin schon mal das Ergebnis dekodieren und hat dann hier so ein paar Streifen gesehen. Und dann wusste ich, okay, ich bin nicht komplett auf dem falschen Dampfer.
Dann habe ich mir noch eine zweite Generation von der Antenne ausgedacht, bei der die Abmessungen sind halt alle total hässlich und krumm, also sowas wie 31,3 cm für so eine Querstrebe in der Mitte. Und dann habe ich gedacht, okay, ich drucke mir 3D-gedruckte Teile, die so beschaffen sind, dass ich da halt 15 cm PVC-Rohrstücke benutzen kann. Und die 1, irgendwas Millimeter sind dann quasi mit Abstandshülsen, die am 3D-gedruckten Teil dran sind, aufgefangen. Und die Loops habe ich dann auch aus Schweißdrähten fürs Wickschweißen gebaut, weil die sich gut biegen lassen und die ein bisschen formstabiler sind. Und das Ding ist deutlich maßhaltiger und stabiler geworden als die, die ich vorher hatte. Und es hat immer noch zu wenig Signal geliefert. Das ist doof. Dann kam der Punkt, dass ich gedacht habe, okay, irgendwie, alle anderen kriegen das doch auch hin. Naja, die haben ab und zu im Internet was von Verstärkern geschrieben. Oh, jetzt wird's schwierig. HF Voodoo, Verstärker. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Und mein Problem war halt tatsächlich nicht nur zu wenig Signal, sondern ich hatte auch zu viel Noise. Der Punkt ist, alles Mögliche stört da irgendwie rein in diesen Bereich und vieles davon noch nicht mal auf der Frequenz, auf der wir eigentlich zuhören, also auf den 137,1 MHz, sondern halt irgendwo. Und eigentlich sollte uns das ja nichts tun, weil wir nehmen da unser SDR, wir machen da einen Bandpassfilter hin und dann ist der ganze Noise weg. Ja, halt eben nicht. Das Problem ist, an so einem SDR sind Verstärker verbaut, da sind Filterkomponenten verbaut. Und wenn die halt einfach zu viel Signal kriegen eingangsseitig, egal auf welcher Frequenz, dann gibt es da Sättigungseffekte, dann gibt es da Übersteuerungseffekte, dann gibt es da quasi Clipping. Also das Gleiche, was jeder von seiner Stereoanlage kennt. Man dreht den Knopf zu weit auf und irgendwann kratzt. Und dieses Kratzen ist ja auch auf einer anderen Frequenz, wie die Frequenz, die da gerade zu laut ist. Und über ähnliche Wege kommt dann halt auch der Noise wieder in das Signal rein und rein digital kriegt man das fast nicht in den Griff. So, wir brauchen also einen Unkrautvernichter. Dafür bauen wir mal einen Bandpass ein. Und wir brauchen ein bisschen Dünger, damit unser Signal wächst. Und dafür braucht man einen Verstärker. Dann habe ich lange, lange gegoogelt und habe dann diesen wunderschönen Aufbau gefunden. Der einzige Grund, warum ich dann den tatsächlich nachgebaut habe, ist, dass es diesen HF-Transistor bereichelt gab. Die Spulen musste man selber wickeln, da habe ich nichts Passendes gefunden. Und die Drehkondensatoren, da gab es auch was im passenden Bereich bereichelt. Und ich habe dann einfach mal für die beiden Schwingkreise hier mal durchgerechnet, wo da die Resonanzfrequenz ist. Habe festgestellt, das ist ein Verstärker fürs 2-Meter-Band. Die Resonanzfrequenz ist irgendwo im 2-Meter-Band. Okay, gut, ich rechne die nochmal neu durch für 137 MHz und setze die passenden Werte ein und ich gucke mal, was passiert. Dann habe ich das Ganze aufgebaut. So richtig schön dreckig. Also eigentlich hatte ich eine schöne Platine geätzt, dann festgestellt, dass die Hälfte von den Footprints irgendwie nicht passen und keine Ahnung, alles wieder runtergerupft von der Platine, bloß die Lötaugen behalten, in so eine kleine Blechkiste gepackt und wildfrei verdrahtet. Dann habe ich das mal an SDR angeschlossen und es gibt, wenn man jetzt kein Radio benutzt, sondern diese DVB-T-Sticks, dann gibt es da ein Tool, mit dem man tatsächlich so einen Spektrumplot erzeugen kann. Und dann habe ich da ein bisschen an den Potties gedreht, natürlich nicht mit einem Metallschraubenzieher, sondern so mit diesen Plastikschraubenzieher, die man zum Oszilloskop abgleichen immer in der Tüte dazu kriegt, weil Metallschraubenzieher kommt da in die Nähe von dem Ding, könnt da drehen, was er wollt, dass ihr dir nur misst. Und irgendwann hatte ich dann dieses Bild und habe gedacht, okay, gut, zwei Möglichkeiten, entweder mein Verstärker schwingt, genau auf der Frequenz, oder ich habe tatsächlich einen Verstärker mit einem selektiven Bandpass gebaut. Das mit dem der Verstärker schwingt, habe ich dann so ausgeschlossen, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mal die Antenne ab. Mit Antenne ab ist es weg. Ich mache da mal irgendwie eine andere Antenne dran. Mit einer anderen Antenne dran war es wieder da. Und eigentlich kann der ja auch gar nicht schwingen, weil das ist ein Transistor und da ist nicht so wirklich ein Rückkopplungspfad da, außer so was Komisches über irgendwie Kondensatoren. Ich weiß es auch nicht. Na gut, ich probiere das mal aus. Und es hat dann auch halbwegs funktioniert. Aber so ganz zufrieden war ich damit nicht, weil das Ding war halt ziemlich zickig. Ich musste vor jedem Einsatz neu abgleichen. Die handgewickelten Spulen sind so ein Problem. Wenn man das Ding in die Hand nimmt und zweimal schüttelt, ist die komplette Abgleichung weg, weil sich diese ganzen Spulen verschieben. Ich dachte, da muss was her, was mehr Solid State ist. Und dann habe ich mal mit Leuten geredet und mir wurde dann dieser MRS6 empfohlen, der im Prinzip so ein komplett
in sich geschlossener Verstärkerbaustein ist, den man da einsetzen kann. Der hat einen 50 Ohm Eingang, 50 Ohm Ausgang. Der passt perfekt an mein SDR dran. Und ich habe dann gedacht, naja, ich mache da mal auch so einfach einen Filter vorne dran und den Rest wie im Datasheet. Und dann gucken wir mal, was passiert. Sah dann so aus. Ein bisschen schöner, weil ich tatsächlich eine Platine bestellt hatte. Und besser bekommt man das Ding nicht abgeglichen. Also anscheinend ist Filterdesign tatsächlich ein bisschen mehr, als man rechnet irgendeine Resonanzfrequenz aus und hofft, dass es passt. Also mittlerweile weiß ich, dass mein Fehler war, dass ich an der Stelle, ich hätte vielleicht mal ein paar Spice-Simulationen machen sollen oder mir tatsächlich mal die Matte hinten dran angucken, wie so ein Filter dimensioniert ist. Das, was ich da gemacht habe, ist komplett daneben. Aber okay, eine bessere Variante ist da in der Mache. Die landet auch noch auf GitHub. Da werde ich dann mal so in den nächsten paar Monaten mal schauen, wie ich da wieder rauskomme. In der Zwischenzeit benutze ich halt einfach den alten Verstärker weiter und passe auf, dass ich den nicht so oft in der Gegend rumtransportiere. So, jetzt ist Live-Demo-Zeit. Und zwar habe ich hier jetzt ein kleines Setup gebaut. Oh, hier kommt kein Strom aus dem Pult raus und mein Laptop piepst rum. Das ist vielleicht schlecht. Hat hier jemand mal eine Steckdose für mich? Das sind auch welche. Probieren wir die mal. Nee, das sieht nicht gut aus. Das sind auch noch welche. Da steckt auch irgendwas drin. Wäre nämlich jetzt irgendwie peinlich, wenn dann der Laptop ausgeht. Irgendwie. Nee, da ist. Gucke ich jetzt auch gleich nochmal. Hat jemand ein ThinkPad-Netzteil mit einem runden Stecker dabei? Ah, nee, das ist jetzt schlecht, wenn ich da dran wackel, weil dann ist das Bild weg. Ah, ja, da ist aber alles voll. Ja, das ist sehr schlecht. Probieren wir mal die Steckdose eins nebendran. Ja, das sieht gut aus, aber mein Laptop frisst das trotzdem gerade nicht. Das ist jetzt ungünstig. Naja. Probieren wir mal einmal so. Ja, das ist jetzt ein bisschen ungut. Ich mache einfach mal weiter. Also ich habe jetzt noch eine kleine Live-Demo gebaut, die ich jetzt zwischen reinschieben muss, weil ich habe ja vorhin gesagt, so eine Bildübertragung, die dauert halt eine Weile. Und ganz wichtig, das jetzt bitte nicht nachmachen. Ich missbrauche jetzt das arme Radio hier als Sender und sende im Frequenzbereich, wo ich eigentlich gar nicht senden darf, glaube ich mal. So, ich bin ja noch nicht mal Amateurfunker und ja, man möge mir das jetzt mal verzeihen. So, machen wir da mal. Ach komm, F11. Machen wir uns da mal ein neues Teil auf. Dann brauchen wir einmal ein SDR, das nicht das Radio ist. Weil das wollen wir ja gleich zum Senden benutzen, deshalb benutze ich jetzt mal so einen DVB-T-Stick. Plop, plop, plop. Und das ist jetzt GQRX. Das ist die Software, die ich so ganz gerne benutze, um. Oh, ja, da wird mir ein Netzteil gereicht. Ich finde das ja sehr schön auf diesen Chaos-Veranstaltungen. Da muss man nur einmal laut schreien und dann kommt auch schon jemand gerannt. Ich hoffe jetzt, dass das mein Problem löst und dass es nicht irgendwas am Laptop selber ist. Alleweile. Das hat sich richtig angehört. Jetzt habe ich auch wieder Strom. So, also GQX. Ich mache das jetzt einfach mal an, was jetzt natürlich nicht funktioniert. Das ist der richtige Stick. Das ist die richtige Frequenz. Stimmt alles. Okay. Ich habe das vorhin noch ausprobiert.
paranoid wie ich bin, da hat es perfekt funktioniert. Ah, das sieht doch gut aus. Ja, hier ist jetzt ein bisschen Unruhe auf dem Spektrum, sage ich mal. Aber das ist ganz normal. Ich zoome jetzt mal noch in den Ausschnitt, wo gleich was passieren soll, ein bisschen rein. Also irgendwo da müsste es gleich zucken. Und dann versuche ich jetzt mal mit meinem Radio da ein Signal hinzugeben. Da passiert herzlich wenig. Jetzt habe ich auch noch eventuell ein kleines Problem mit dem Radio. Nee, da passiert immer noch nichts. Das ist jetzt ja unfair und gemein. Zoomen wir da nochmal wieder raus, nur falls ich da irgendwas verparametrisiert hätte. Ah! Da zuckt was. Da zuckt sogar richtig viel. Und so ähnlich sieht es jetzt auch aus, wenn man dann tatsächlich einen Satelliten erwischt. Das Signal ist in der Regel halt nicht ganz so krass ausgeprägt wie hier jetzt. Was ich da jetzt machen kann mit GQX, ich kann mir da jetzt einen FM-Decoder hinpacken. Der dekodiert alles, was in dem hervorgehobenen Bereich da drin ist. Dann stellen wir den hier, der hat sogar schon einen APT-Modus. Dann macht er den Bereich, in dem er tatsächlich aufzeichnet, immer ein bisschen arg breit. Den kann ich bei so einem starken Signal jetzt vielleicht noch ein bisschen wieder zusammenschieben, weil ich habe ja vorhin was vom 34 Kilohertz Kanal gesagt und das sind jetzt irgendwie fast 50. So irgendwie. Und wenn ich das hier jetzt anmache, dann hören wir hier meinen 2,4 Kilohertz Träger und hinten dran so ein komisches Rumgeknarze. Und das komische Rumgeknarze, das sind tatsächlich unsere Bildinformationen. Jetzt kann ich hier auf Record klicken, wenn ich mir vorher noch ausgesucht habe, wohin. Ja, einfach mal nach GQX, das klingt gut. Und dann lasse ich das jetzt einfach mal im Hintergrund vor sich hin aufzeichnen, drehe das mal auf leise und wenn der jetzt ein paar Zeilen eingesammelt hat, dann kommen wir da wieder zurück und dann können wir das mit ein bisschen Glück sogar dekodieren. So, jetzt habe ich meine Maus verloren. Ah, da ist sie wieder. Ja. Ja, jetzt habe ich hier irgendwie beides. Können wir auch machen. So. So. Das ist jetzt die höchst illegale Live-Demo, die da im Hintergrund passiert. Und jetzt kann ich noch kurz ein paar Worte zu SDRs verlieren. Da haben wir einmal Kandidat 1. Das ist unser Radio, was wir vom Camp kennen. Das Radio verhält sich zum Computer hin wie ein HKF, sprich man kann die kompletten Tools für HKF benutzen. Es kann so zwischen 50 MHz und 4 GHz alles empfangen. Es basiert halt leider auf einem WiMAX-Chipsatz, der für WiMAX-Kommunikation gedacht ist. Das bedeutet, tatsächlich empfangen tut es wohl irgendwo in dem Bereich und es gibt dann entsprechende Magie, die andere Signale in den Bereich reinhebt. Und Sample-Bandbreite, also wie viel vom Spektrum ich mir auf einmal ansehen kann, liegt dann irgendwo zwischen 28 MHz. Das kann man dann sich auswählen. Es ist halt leider gefühlt etwas taub bei tieferen Frequenzen. Also gerade bei den 137,1 MHz, da hatte ich dann nicht so das Gefühl, dass das sehr gut funktioniert. Da sind die DVB-T-Sticks etwas besser. Es ist auch von den Unkosten her nicht ganz einfach. Also ich habe jetzt mal ein gebrauchtes HKF angesetzt und 300 Euro ist halt schon irgendwie ein bisschen steil als Einstiegsgerät. Was man stattdessen auch nehmen kann, ist dieser DVB-T-Stick. Den kann man ein bisschen hacken. Da kann man sich eine SMA-Buchse reinlöten, weil die meisten von denen haben den passenden Footprint dafür. Und dann kann man den auch wie das Radio an seine Antenne dran packen. Alles gar kein Problem. Der hat dafür ein bisschen weniger Sample-Bandbreite und auch ein bisschen weniger Frequenzband. Da steht jetzt ohne Loch dran. Wichtig ist, dass man dieses Frontend nimmt, weil es gibt den eigentlichen Chip, der da drauf sitzt, mit verschiedensten Frontends vorne dran. Und es gibt welche, die haben zwischendrin irgendwo ein Loch für Bereiche, die halt bei DVB-T nicht relevant sind, wo weder Radio noch DVB-T ist. Und wenn man Pech hat,
dann liegt der Wettersatellit genau in einem Loch drin und dann hat man da keine Chance, was zu empfangen. Und kosten 7 Euro bei eBay. Inklusive der SMA-Buchse zum Reinhacken. Andere Alternativen, es gibt noch das USRP-SDR, es gibt noch ein echtes HKF-1, das man sich kaufen kann. Es gibt dann noch diesen FunCube und den FunCube Plus, die quasi aufgebohrte Version von diesen Sticks sind, um halt tatsächlich Satellitenzeug zu empfangen. Die sind von der, den Leuten, die den FunCube-Satelliten gebaut haben. Das ist so ein Uni-Projekt. Die haben dann passende Sticks gemacht, damit Leute da Dinge empfangen können. Die sind aber alle sehr teuer. Und was natürlich auch geht, wenn man schon Amateurfunker ist und man ein Funkgerät hat, was in dem Bereich zuhört, dann kann man auch einfach ein Funkgerät nehmen. Wenn das FM dekodieren kann, umso besser. Man nimmt quasi dann den AM-Ton, den ich euch gerade gezeigt habe, mit einer Soundkarte auf und dann kann man da auch Dinge tun. Womit wir jetzt beim letzten Punkt ankommen, das ist die Software, die man benutzen kann, um dann tatsächlich einmal das Empfangen zu machen und einmal das Dekodieren zu machen. Und in der Theorie, so eine SDR-Software macht nichts anderes wie, wir lesen irgendwelche Samples ein von unserem SDR, filtern und resamplen da ein bisschen lustig dran rum, demodulieren unser FM-Signal und speichern dann das AM-Signal, was da drin ist, als WAV ab. Und dann mache ich noch ein bisschen Audiobearbeitung meistens, ich schneide das Rauschen ab, ich nehme das AM-Signal, demoduliere das, habe ein Bild zum Abspeichern und fertig ist der Datensalat. Und das kann man mit GNU Radio machen. Das habe ich auch, also man lernt eine Menge, wenn man das tut, aber man muss da sehr viele Dinge reinklicken und irgendwelche obskuren Filterkoeffizienten irgendwo eintragen. Und wenn man es nicht so mit digitaler Signalverarbeitung hat, ist das, glaube ich, der falsche Punkt zum Anfangen. Also ich würde euch echt GQX empfehlen. Das ist halt genau, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Ihr guckt, wo das Signal ist. Hoffentlich ist es da, wo es hingehört. Klickt da rein, zieht den entsprechenden Bereich auf, macht den Decoder an, klickt auf Record und dann seid ihr da eigentlich schon durch. Und dann AM nach Bild. Also ihr habt jetzt so ein Audio-File und da ist dieser nervige 2,4 Kilohertz-Ton drin und ihr wollt jetzt ein Bild draus machen. Da gibt's WXDIMG, das ist ein Closed-Source-Programm, da kriegt man dann irgendwie Builds für Windows und Linux und das funktioniert so leidlich gut. Und manche Features sind nur in der Pro-Version drin, macht keinen Spaß. Es gibt Abdeck, also mit TP, weil das sind Franzosen. Die haben ihre Abkürzungen ja immer irgendwie komisch verdreht. Und das ist Open Source. Aber da hat jemand, der sehr gut in analoger Signalverarbeitung ist, sich hingesetzt, hat ein Lehrbuch aufgeschlagen, wie mache ich analoge Signalverarbeitung digital? Und hat es dann 1:1 runtergebetet. Sprich, das Ding enthält irgendwelche PLLs, die sich dann auf das Signal aufsynchronisieren und digitalisierte Analogfilter und da sind irgendwelche Feedbackpfade drin, die kompliziert sind. Und ich habe bis heute nicht genau herausgefunden, wie es funktioniert, obwohl ich da sehr viel Zeit mit verbracht habe. Und es ist unmaintained und der Autor zuckt gefühlt auch nicht mehr auf E-Mails. Und das war dann der Punkt, wo ich gedacht habe, naja, digitale Signalverarbeitung, also angefangen hat das Ganze 2015, mittlerweile hatten wir Mitte 2016. Ich hatte 2 Vorlesungen tatsächlich zu digitaler Signalverarbeitung, wo ich tatsächlich was gelernt habe und habe gedacht, naja, so ein bisschen AM dekodieren, das sollte doch noch drin sein. Dementsprechend habe ich dann Abdecoder geschrieben. Das ist komplett Open Source. Es ist eine komplett digitale Signalverarbeitung. Da kann ich nachher noch ein paar Takte zu sagen. Also ich habe tatsächlich das Ding entworfen, wie man digitale Signalverarbeitung entwirft und habe nicht irgendwas Analoges genommen und noch digital übertragen. Und es ist vergleichsweise einfach aufgebaut. Und ich habe das Ganze in Rust geschrieben, weil das damals die neue heiße Programmiersprache war. Und es hat auch sehr gut funktioniert. Und was ich damit tue, ist, ich nehme das Signal, multipliziere es einmal mit sich selbst, ziehe wieder die Wurzel. Das ist ein relativ eleganter Weg, um AM-Signale zu dekodieren, ohne tatsächlich den Träger kennen zu müssen. Weil wir haben da ja einen Sinus dran multipliziert. Rein intuitiv wäre der Ansatz, wir dividieren wieder durch den Sinus. Ja Mist, da brauchen wir den gleichen Trägersinus. Den müssen wir irgendwie aus dem Signal wieder rausziehen. Das geht mit einer PLL oder so und dann sind wir da, wo der Franzose war. Die Alternative ist, das ist ein Square-Lord-Demodulator. Da rede ich gleich nochmal kurz drüber. Der macht das für uns. Dann packen wir das Ganze durch einen Tiefpass, schmeißen alles weg, was quasi überhalb von unserer Pixelwiederholungsfrequenz liegt, weil das ist offensichtlich Rauschen. Also das Bild kann sich nicht schneller ändern, als ein neues Pixel kommt.
Da müssen wir das Ganze, in der Regel ist es dann 48 Kilohertz, was ich da habe zum Reinwerfen. Das müssen wir noch ein bisschen runterkriegen, die Abtastrate, weil wir haben dann halt ein Pixel, ist dann halt irgendwie ein paar hundert Abtastwerte breit. Und wir wollen es eigentlich genau einen Abtastwert breit, damit wir es schön wegspeichern können. Also machen wir das Ganze 13 mal schneller und 150 mal langsamer. Und dann sind wir genau auf unserer Pixelfrequenz. Dann müssen wir noch gucken, wo fängt eine Zeile an, und dann schreiben wir das als PNG raus. So, Square Lower Demodulation. Ganz kurz, was passiert, wenn ich das modulierte Signal quadriere? Ne, ich kriege das Quadrat raus von meinem ursprünglichen Signal, was ich da mal reinmultipliziert habe hier. Das wäre unser Bildsignal. Und ich kriege hier irgendwas raus mit so einem Cosinus dran. Und der Cosinus hat viermal die ursprüngliche Carrier-Frequenz. Wenn ihr euch erinnert, direkt danach kam ein Tiefpass. Was der Tiefpass macht, ist, er schmeißt den kompletten Term da hinten dran weg. Dass wir da vorher nochmal Wurzel gezogen haben, tut der Sache, dass das Ding hier viermal so schnell schwingt wie das hier, keinen Abbruch. Von daher können wir mit dem Tiefpass, den wir sowieso brauchen, um unseren ganzen Noise und was wir sonst in der Aufzeichnung drin haben loszuwerden, schmeißen wir den Kram einfach auch mit weg. Wurzel ziehen, fertig. Noch so eine andere Sache, warum das digital ist. Ein Upsampler kann man so bauen, dass man tatsächlich sagt, wenn man jetzt hier die Eingabe hat und man würde da gerne viermal so viele Samples draus machen, dass man da so linear interpoliert zwischendrin, also einfach in kleinen Schritten hochzählt, bis man dann das nächste originale Sample hat, also jetzt zum Beispiel die 8. Das braucht unnötig Rechenzeit. Wir wissen, wenn da hinten dran ein Downsampler kommt, der einen Tiefpass hat, warum müssen wir überhaupt da irgendwas machen? Weil wir können da lauter Nullen einfügen, haben da nur die originalen Samples, und der Downsampler, der hinten dran kommt, der schmeißt von diesen Samples einfach welche weg und interpoliert dann. Und von daher können wir uns zum Beispiel den einen Interpolierungsschritt sparen. Das sind so Dinge, die typischerweise die anderen Tools nicht tun, weil da halt jemand das einfach nach dem Lehrbuch runterimplementiert hat, ohne zu gucken, wie die einzelnen Schritte ineinander greifen. So, dann wären wir da jetzt auch durch mit der Software. Und jetzt würde ich noch die Live-Demo kurz auflösen, wenn das klappt. Drückt mir mal die Daumen. So, mal hängen wir hier mal das Recording aus. Wir hören besser auch mal auf zu senden, bevor uns jemand sucht. Und jetzt haben wir hier eine Audiodatei erzeugt. So lässt sich das Fenster nicht schließen. Gehen wir da nochmal auf den nächsten Desktop. Da müssen wir die Audiodatei jetzt noch ein bisschen nachbearbeiten. Wäre jetzt sehr cool, wenn ich hier irgendwas lesen könnte. Da benutze ich immer Audacity für, weil es geht auch mit Kommandozeilentool wie zum Beispiel SOX, aber das ist irgendwie ein bisschen nervig. So, dann gehen wir hier mal nach GQX noch. Und da müssten wir jetzt irgendwie modified, da ist eins von gerade eben. Das nehmen wir uns kurz. Dann sehen wir, wenn wir das jetzt hier mal gucken, ob ich das noch finde. Wenn ich jetzt auf Spektrogramm umstelle, dann sehen wir da eindeutig bei 2,4 Kilohertz, da ist irgendwas. Und wenn ich das jetzt nehme, dann müssen wir noch gucken, die meisten Tools wollen Mono haben. Also gibt es da irgendwo ein Tracks Stereo to Mono? Zack, jetzt haben wir Mono. Dann Export Audio. Bum, wir brauchen einen WAF. Wenn ich das einfach mal. Ah, da sind wir sogar schon an der richtigen Stelle fast. Noah. Abdecoder. Hoppla. Demo.WAF. So, und jetzt mache ich. So, jetzt mache ich hier mal kurz noch ein bisschen Magie auf dem anderen Terminal, weil jetzt Kommandozeilentools starten, wenn ich nicht lesen kann, das dauert nur ewig. So, also ich starte jetzt einfach nur ein kleines Kommandozeilentool. Ich kann euch dann auch gerne einen Output zeigen, wenn ihr mir jetzt nicht glaubt, dass das funktioniert hat. Auf der Demo.WAF, und wir machen daraus die Demo.png. Dann gebe ich euch das mal
plopp, und da unten seht ihr, da läuft irgendwas durch. Der liest jetzt das ganze File einmal, er liest jetzt das ganze Audio-File einmal ein und versucht halt, macht im Prinzip genau die Filteroperationen, die ich erklärt habe, und versucht dann da Zeilen zu finden, auf die er sich aufsynchronisieren kann, und schreibt dann letzten Endes ein PNG raus. So, wenn ich jetzt mit der Maus da wäre, wenn ich da jetzt das Demo.png aufmache, dann seht ihr, tada, ich habe einmal das MMCD und mein Twitter-Logo mit einem schönen Hintergrundbild, als wäre der Satellit gefunkt. Der Streifen in der Mitte ist im Originalbild mit drin, also die beiden Streifen sind mit drin, das sind die Synchronisationsmarker. Weil man hat pro Zeile zwei Synchronisationsmarker, wie ich anfangs gezeigt habe, und die beiden brauche ich halt, damit ich mich, also eigentlich wäre ich mit einem durchgekommen, aber da gehen dann Dinge kaputt. So, und das wäre es dann eigentlich auch von meiner Seite aus, weil ansonsten würde ich jetzt hier irgendwie überziehen. Beziehungsweise ich kann euch noch ganz kurz zeigen, das ist die Backup-Folie und das wurde tatsächlich gesendet. Nichts im Ärmel, keine Tricks. Gut, dann es sei denn, irgendjemand hat jetzt noch unbedingt Fragen, dann kann er jetzt hierher kommen. Ich brauche vermutlich noch ein paar Minuten, bis ich hier abgebaut habe.